Ja, starke Texte haben wir heute gehört. Zuerst einmal die erste Lesung, Groll und Zorn. Auch diese sind Gräuel. Ja, wie gehen wir denn um, wenn wir verletzt worden sind? Wie gehen wir denn um damit? Meistens ist es so, dass wir dann dem anderen sagen, schau mal an, wie mich der verletzt hat und zeigen dann herum. Immer wieder gehen wir mit diesen Verwundungen, mit diesen Enttäuschungen zu den anderen, tragen sie herum. Wir sind nachtragend geworden. Und dadurch wird das Ganze nur noch schlimmer, weil der andere legt auch noch was dazu und der auch noch was dazu. Und so wird das Ganze immer größer. Diese Art von Umgang mit unseren Verletzungen, Enttäuschungen bringt uns nicht weiter. Wenn du verwundet worden bist, wenn eine Wunde am Körper ist und da ist Dreck drin, was macht denn der Arzt? Er verbindet sie nicht gleich, sondern er reinigt die Wunde. Erst dann legt er einen Verband drauf und eine Salbe. Denn wenn er sofort den Verband drauf legt, was passiert dann? Dann hast du einen Eiterherd. Dann eitert das Ganze und das Ganze vergiftet dann den Körper. Ebenso auch im geistigen Bereich, ist ja nicht anders. Auch dort genau dieser Prozess. Also die Verwundung, die Verletzung, die braucht Vergebung. Und wenn ich nicht vergebe, dann entsteht Bitterkeit. Und zwar, das geschieht so, dass sich da verschiedene Handlungen dann einschleichen. Zuerst einmal, wenn ich nicht vergebe, so der Gedanke, ich bin nicht bereit, jetzt das, was mir der andere angetan hat, loszulassen, zu vergeben, ihm zu verzeihen, nicht zu vergessen. Und so halte ich fest. Und so wird Bitterkeit in meinem Leben ein Teil meines Wesens. Und dann kommt ein Gefühl des Übelwollens, nämlich Groll. Ich mag ihn nicht, ich mag sie nicht. Ich werde ihr, was er mir angetan hat, sie mir angetan hat, zurückzahlen. Ich werde es nicht ich werde nicht verzeihen. Und dann kommen Gedanken der Vergeltung. Ich werde es ihm heimzahlen. Der soll spüren meinen Schmerz, das, was er mir angetan hat. Und ich werde mich an ihm rächen. Und dann kommt als nächstes der Zorn. Und den Zorn kann man so richtig im Gesicht ablesen. Und der Zorn, den fühlt man so richtig. Und dann kommt der Hass. Der Hass hat Gedanken wie, er hat es nicht verdient, neben mir zu leben. Er hat es nicht verdient, ja, ich wünsche ihm, er wäre tot. Und dann kommt Gewalt ins Spiel, durchschlagen von Dingen, durch herumschmeißen von Dingen, herumwerfen von Dingen. Ich kann mich an eine Frau erinnern bei einem Seminar in Südtirol, wie wir das zweite Mal unten waren, hat sie uns Folgendes erzählt. Sie hatte so einen Zorn auf ihren Mann, sodass sie das ganze Hochzeitsgeschirr zerschlagen hat. Ah, schöner Schaden. Und beim nächsten Mal, wie sie das erzählt hat, hat sie gesagt, jetzt bin ich schon frei, jetzt hat das Geschirr, das neue Geschirr lebt noch. Das ist Gewalt. Da schlagen wir die Türen, sodass der Verputz herunterfallen kann. Und schließlich kommen Gedanken an Mord. Und zwar Mord durch schlechtes Reden über einen anderen, Rufmord. Ja, bis hin, den möchte man irgendwo haben, aber nur nicht neben sich. Das sind Folgen von Unversöhnlichkeit, wenn ich nicht vergebe. Und wer ist der Leidtragende? Der selber, genau. Der spürt die Bitterkeit. Nicht? Und dann heißt es, na, da kommt mal die Galle hoch, gell? Der liegt man im Magen, das ist Bitterkeit. Und das hat wieder zur Folge, dass wir krank werden. Denn was kränkt, macht krank. Der andere spürt das nicht und ich leide wie ein Hund.
Was ist jetzt der Weg, den uns Jesus empfiehlt? Der Weg ist, ich vergebe. Und viele sagen, na, das kann ich nicht. Ist er dann freigekauft? Nein, er ist nicht freigekauft, er ist nicht freigesprochen. Denn die Schuld, die er begangen hat, die bleibt bestehen vor Gott. Die wird nicht ausgelöscht. Weil für viele ist das ein großes Problem. Wenn ich vergebe, dann geht der andere frei. Nein, die Schuld bleibt. Aber ich bin befreit. Ich habe die Steine, die ich so im Rucksack getragen habe, in meinen geistigen Rucksack, abgelegt unter das Kreuz Jesu. Und dann kann Heilung beginnen. Und diese Vergebung ist eine Entscheidungssache, eine Willenssache. Viele sagen, Herr Pfarrer, ich kann das noch nicht. Dann sage ich, bitten wir Jesus, Jesus, hilf mir, ich will vergeben. Schon der erste Schritt. Und dann kommt der nächste. Dann wird es immer leichter. Aber die Verletzung, die Erinnerung will zurückkommen. Denn wenn ich den sehe, dann weiche ich dem aus. Das ist ja auch die Folge, dass wir dann Angst haben. Wenn der dort ist, gehe ich nicht hin. Und das ist ein Prozess, ein Weg und immer wieder eine neue Entscheidung, bis das Ganze in mir abklingt und geheilt wird. Petrus fragt ja Jesus, ja, wie oft soll ich denn vergeben? Es war so eine Situation, dass Judas wieder mal gestänkert hat. Er war ja ein Spitzenmann in dem Bereich. Er hat immer gewusst, wer den Petrus auf die Palme bringen kann. 7-mal war für Petrus viel, wirklich ein Riesengeschenk, eine Riesentat. Und Jesus sagt, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Und das ist im aramäischen Verständnis immer. Denn dadurch werde ich frei. Und es kommt ja noch die Vaterunser-Bitte dazu. Vergib uns, wie auch wir vergeben. Und in einer Übersetzung heißt es, vergeben haben. Also vergib uns, wie auch wir vergeben haben. So kommt Friede, so kommt Heil auch ins eigene Herz. Und warum soll ich nicht auf mich schauen? Warum soll es mir nicht gut gehen? Das ist der Weg, dass ich vergebe, verzeihe, loslasse und um Heilung bitte. Gott wird mir das schenken. Er wartet nur darauf und er freut sich, wenn wir diesen Schritt heute auch tun. Heute kannst du dir jetzt vorstellen, wem möchtest du jetzt nicht neben dir haben? Mit wem möchtest du nicht verglichen werden? Mit wem möchtest du nicht im Himmel zusammen sein? Dann hast du schon Material. Dann kannst du schon beginnen, Herr, ich will jetzt diesem Menschen verzeihen, vergeben, loslassen. Bitte segne ihn. Und das heißt, an einer Schriftstelle auch, dann sammeln wir glühende Kohlen am Haupt dieses Menschen. Also der wird schon spüren. Aber ich habe losgelassen. So bitte ich die Herr in dieser Stunde, hilf uns, loszulassen. Dass wir nicht selber Urteile ausführen und dich aus dem Spiel nehmen, sondern mit deiner Hilfe vergeben, verzeihen und so zur Freiheit gelangen und Frieden empfangen. Amen.